Bei den letzten Aufgaben haben wir immer mit dieser Formel n über k gerechnet. Und man kann sich die Zahlen, die da rauskommen, wenn man n über k ausrechnet, auch mit einem sogenannten Pascalschen Dreieck aufzeichnen. Ich erkläre mal kurz, was ein Pascalsches Dreieck ist. Das ist nichts anderes als eine Sammlung von Zahlen, die sich dann, du wirst es dann nachher sehen, so dreiecksförmig anordnen und das kann man beliebig weit nach unten fortsetzen. Für das Pascalsche Dreieck im Pascalschen Dreieck steht jede einzelne Zeile für ein bestimmtes n und die Zahlen in jeder Zeile stehen für die verschiedenen k's. Also, nehmen wir mal an, unser n ist 1, also wir haben ein Objekt, sagen wir eine Süßigkeit. Und was für verschiedene Möglichkeiten haben wir, entweder gar keine Süßigkeit auszuwählen oder eine, das ist unser k. Unser k beginnt immer bei 0 und kann maximal so groß sein wie das n. Also wenn das n 1 ist, dann haben wir die Möglichkeit 0 oder 1, das heißt entweder gar keine oder eine Süßigkeit auszuwählen, bedeutet, ich kann, wenn ich eine Süßigkeit vor mir liegen habe, kann ich sie entweder liegen lassen, das heißt, ich habe eine Möglichkeit, sie liegen zu lassen, oder ich kann sie nehmen, dann habe ich eine Möglichkeit, sie zu nehmen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd, ist mir schon klar, aber mathematisch eindeutig. Ich habe eine Möglichkeit, 0 auszuwählen und eine Möglichkeit, 1 davon auszuwählen. Gut, wenn es Marzipan wäre, wäre für mich natürlich diese Möglichkeit die einzig mögliche. Jetzt schauen wir mal an, wie schaut das bei zwei Süßigkeiten aus. Jetzt liegen da vor mir am Tisch zwei Süßigkeiten. Und wie viele Möglichkeiten habe ich überhaupt 0 auszuwählen? Naja, wieder eine Möglichkeit, nämlich ich lasse alle zwei liegen. Jetzt wird es interessant, wie viele Möglichkeiten habe ich eine davon auszuwählen? Naja, ich kann entweder die Süßigkeit nehmen, die links liegt oder die rechts liegt. Also da habe ich schon mal zwei Möglichkeiten, eine auszuwählen. Entweder die eine oder die andere. Naja, und jetzt bin ich schon bei n ist gleich 2, das heißt, wie viele Möglichkeiten habe ich, alle 2 auszuwählen? Ja, wieder nur eine. Ich nehme alle 2 und fertig. Ja, also, zwei Süßigkeiten, das k ist 0, das k ist 1 oder das k ist 2, das heißt, so viele Möglichkeiten habe ich, gar keine auszuwählen oder eine auszuwählen oder 2 auszuwählen. Gut, einmal geht's noch und dann schauen wir uns an, wie dieses Dreieck gebildet wird. Ich habe drei Süßigkeiten, na gut, ich habe wieder eine Möglichkeit 0 auszuwählen, da lasse ich einfach alle 3 liegen. Jetzt wähle ich eine Süßigkeit von den dreien aus, naja, da kann ich entweder die links oder die in der Mitte oder die rechts nehmen. Das sind drei Möglichkeiten. Wie viele Möglichkeiten habe ich 2 auszuwählen? Naja, auch 3, weil wenn ich 2 auswähle, lasse ich eine logischerweise liegen. Und da kann ich wieder die links liegen lassen oder die in der Mitte oder die rechts. Naja, und natürlich habe ich wieder nur eine Möglichkeit, alle 3 auszuwählen. So, und jetzt ist es ja für einen Mathematiker schon fast irgendwo zwanghaft, oben für n ist gleich 0 noch einen 1er zu ergänzen. Gut. Ich habe 0 Süßigkeiten und habe genau eine Möglichkeit, 0 auszuwählen. Ist jetzt nicht wirklich sinnvoll, aber mathematisch ergibt sich halt so ein schönes Muster. Und jetzt kommt was ziemlich Cooles, nämlich folgende Regel. Am Rand stehen immer 1er, also auch in der nächsten Zeile steht hier ein 1er und da kommt dann auch ein 1er hin. Und die Zahl, die hier steht, ergibt sich immer aus der Summe der beiden Zahlen darüber. Das heißt, in diese Lücke kommt jetzt rein, 1 plus 3 ist 4. Ich zähle immer die zwei Zahlen, die oberhalb stehen, schräg links und schräg rechts zusammen. Deswegen kommt hier natürlich ein 6er rein, weil 3 plus 3 ist 6. Dann habe ich hier wieder einen 4er und wir wissen schon, hier ist wieder ein 1er. Das Pascalsche Dreieck ist sehr schön regelmäßig, wie man hier sieht. Gut, auch in der nächsten Zeile kann ich das genauso machen. Also ich habe hier wieder einen 1er, jetzt weißt du schon, was da reinkommt, nämlich 5, dann ist auch klar, was hier reinkommt und hier und jetzt ist es ja wieder symmetrisch. Gut. Ja, und so geht das immer weiter. Und was kann man hier ablesen? Schauen wir uns einmal die letzte Zeile an, hier ist das n 5 und hier stehen die k's, das heißt, das ist 5 über 0,
5 über 1, 5 über 2, 5 über 3, 5 über 4 und 5 über 5. Sprich, wenn du in den Taschenrechner zum Beispiel eingibst 5NCR2, kommt 10 raus. Ja, hier ist ja K gleich 0, hier ist K1, hier ist K gleich 2. Also 5NCR2 im Taschenrechner eingetippt, ergibt 10. 5NCR3 ergibt auch 10. Man kann hier auch einige ganz, ganz nette Eigenschaften des Pascalschen Dreiecks ablesen. Die kommen dann noch im nächsten Video genauer.